Elisabeth Heimat. Molto romantico, eh? Ecco, questa bellezza di liebliche Helene, Elisabeths ältere Schwester. Und das ist die stolze Mutter Ludovica. Sie hat einen Brief erhalten von ihrer Schwester Sophie, der Mutter des Kaisers von Österreich. Und darum musste die ganze Verwandtschaft antanzen. Schön, euch alle zu sehen. Ich möchte, dass ihr wisst, bald wird etwas geschehen, das sehr bedeutsam ist. Was macht sie sich so wichtig? Was spielt sie sich so auf? Unsere Familie steigt empor. Madonna Cox. Helene habe ich schon lang zu hohem ausersehen. Seht das Mädchen euch an, gebildet, klug und schön. Nicht so schön wie unsere, was sieht sie bloß so an? Ich werd mit Neni nach Bad Ischl fahren. Von mir aus. Sehr bedeutsam. Ist das alles gut? Ischl. Und was halt sind wir hergekommen? Dort treffen wir im August Helenes Tante Sophie. Sie schrieb, sie möchte uns sehen. Den Grund erratet ihr nie. Das ist ja des Kaisers Mutter. Dann ist doch der Kaiser dort. Sie möchte, dass Franz Josef sich mit Helene trifft. Meine Helene wird Kaiserin von Österreich. Die Kaiserin, undenkbar. So ein Glück. Da werden sich die Herzogen bald zu fein sein. Gratulation. Bravo. Bei dem Vater peinlich. Was für Aussichten. Ich und der Kaiser? Ich kann so gar nicht glauben. Was hat das zu bedeuten? Das ist doch Sissi. Sissi, keine Zirkuseinlagen. Sissi, nicht zu hoch. Sei vorsichtig, Sissi. Ah! Oh mein Gott, wenn sie da herunterfällt. Sie wird sich das Genick brechen. Sissi, hör auf, sofort. Lenk sie nicht.